Oi, da was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Heute wieder mit einem weiteren Video. Servus. Das heißt, das heutige Thema Upstart Goblin wurde ja jetzt von der Liste auf 1 gesetzt. Wir werden mal ein bisschen drüber reden. Meines Erachtens definitiv gut. Ich bin kein Befürworter von FTK-Decks. Da sieht man eigentlich, dass gar kein Skill benötigt wird, weil man muss sich im Endeffekt zum Beispiel durchziehen. Upstart war halt mega wichtig für das Monarchen-FTK-Deck. Zusammen mit dem Magical Explosion. Ich bin froh, dass die Karte weg ist und dass das Deck halt so an sich nicht mehr möglich ist. Monarchen ist immer noch spielbar, immer noch sehr stark. Und dass sie halt die Option hatten, dann noch auf das Deck umzuborden, war halt meiner Meinung nach schon zu heftig. Danke für deine Meinung, aber in die Richtung wollte ich eigentlich nicht gehen. Formulier doch mal die Frage. So, ich hab doch gesagt, Upstart ist mega wichtig für das Deck gewesen. Ja, aber ich wollte nicht in diese FTK-Schiene gehen, sondern allgemein normale Decks haben das ja für Konstanz gespielt, dreimal. Ja. Dank Patrick Hoban und so zum Beispiel. Und ich wollte jetzt so eher darüber gehen, wird die jetzt zum Beispiel nur einmal in jedem Deck gespielt, wird sie jetzt zum Beispiel eine Staple sein, auf 1, wird sie jedes Deck spielen und sowas. Also in die Richtung wollte ich eher gehen. Achso, ja, warte. Ja, du hattest deine Chance, jetzt bin ich dran. Also ich weiß noch ganz genau, wer der Erste war, der 3 Upstarts gespielt hat. Wisst ihr das vielleicht noch? Nein, schon viel früher. Wer? Nein, das war Claudio Kirchmeier mit Dark World. Er war der Erste, der Upstart wieder einen Meta gebracht hat. Dreimal zu spielen. Jetzt von den FTK-Decks und so abgesehen, 1000 Life Points, das hat schon wehgetan, dass der Gegner so viel kriegt, weil es ist schon viel 1000. Und dass du eine Karte dafür ziehst. Problem war halt, warte, ich wollte irgendwas sagen, aber ich hab's gerade vergessen. Ich würde sagen, du hast deine Chance, Marisch. Also, ich kenne auch die Zeiten, wo sie rauskam. Und da war es echt so, dass man den Text durchgelesen hat, man zieht eine Karte und gibt dem Gegner 1000 Life Points und das hat man sich immer früher gedacht, wozu? Da spielt man sie überhaupt nicht. Also man gibt dem Gegner einfach 1000 Life Points, war früher vielleicht nicht so wichtig oder so, aber einfach der Text war sinnlos für uns. Dann gab es die Zeit, wo man Decks kombinieren musste, also so Combo-Decks, zum Beispiel wie jetzt Pepe. Da musste man sie dreimal spielen, war einfach schneller, um die Combo-Karten zu bekommen, um die Schlüsselkarten. Und an sich kann man Upstart einfach in jeden Deck dreimal reinspielen. Man hat an sich 37 Deckkarten, wenn man 3 Upstart auf der Hand hat. Ansonsten ist es ja eine weniger Chance zu ziehen. Und deswegen ist Upstart für mich, macht es halt keinen Sinn, dass es auf 1 ist. Und mein Gott. Aber Upstart ist Upstart. Also ich werde wahrscheinlich keine spielen. Also auf 1 lohnt sich jetzt überhaupt nicht mehr zu spielen. Wieso lohnt es sich nicht? Ja, weil auf 1 ist halt... Also man hat sie echt nur gespielt, aber um... Besser als keins. Ja, aber man hat... Es gibt dann andere Draw-Karten, zum Beispiel jetzt wie Allure, um noch schneller zu ziehen. Aber halt... Man kann schon spielen, aber ich weiß nicht, man... Für mich lohnt es sich nicht, auf eine Karte, wegen einer Karte halt jetzt was anderes zu spielen, also einen Upstart zu spielen. Spiel ich lieber was anderes. Also ich bin auch der Meinung, es ist halt zum Beispiel eine gute Lückenfüllerkarte. Wenn du sie halt, wenn du halt noch einen Platz hast und nichts anderes hast, dann spielst du halt eine Karte, wo du zusätzlich noch ziehen kannst, um die prozentuale Zahl zu erhöhen, dass du die Karte ziehst, die du brauchst. Aber wenn du halt wirklich 40 Karten schon hast, dann würde ich es nicht versuchen, sie einzubauen. Es ist eine Karte, die drawt. Ich meine, wenn du 3 hättest, macht es prozentual nochmal wahrscheinlicher, die Karte zu ziehen, die du brauchst. Aber bei einer wird es den prozentualen Anteil nicht so extrem erhöhen. Da bin ich der Meinung. Ja, es erhöht es zwar minimal, aber ich bin der Meinung, da tue ich lieber die Karte rein, die ich wirklich brauche. Wenn du eine Lückenfüllerkarte brauchst, immer ideal mit Upstart füllen. Ist auf jeden Fall eine gute Option. Marisch, ist wieder eingefallen, was du sagen wolltest? Eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar Upstart, ihr habt es doch gesehen, es wurde doch in jedem Meta-Deck dann immer eingebaut. Es kamen Meta-Decks raus und danach haben die es noch krasser gemacht mit Upstart, jedes Mal. Ja, weil es an Combo-Decks raus. Genau. Es geht um die Combo-Decks, damit du mit Upstart schneller auf deine Combos kommst. Ja, genau. Ansonsten, wenn du die Combos nicht brauchst, spielst du auch keine Upstart. Genau, jetzt die Frage, Upstart. Es lohnt sich nicht mehr, die eine. Manche werden sie halt einfach so einbauen, hey, ich habe noch einen Platz. Es wird sicherlich fast immer Upstart sein. So, jetzt die Frage, was sind die nächsten Karten für Draw-Power? Da fällt mir Reckless Greed ein, tollkühne Gier. Jetzt die Frage, werden die das einbauen? Das haben die immer wieder versucht, dann wieder rausgetan, aber letztendlich hat es immer Upstart geschafft. Jetzt die Frage, werden die Konstanz mit Reckless Greed einbauen? Oder welche Karten gibt es da noch, die sie ersetzen könnten mit Upstart? Alu ist halt themenbedingt, halt auf Finsternis.
Glaubst du, Reckless Greed wird jetzt was passieren? Ich glaube, die wird jetzt öfter gespielt, also getestet auf jeden Fall. Also Ziehkarten werden jetzt für mich noch so tollkühne Gier, Topf der Trick, nein, Topf der Gegensätzlichkeit. Brauchst du Friedhof? Also wirklich Draw-Karten? Nein, Port of Duality. Ja. Es hat auch eine Ziehkarte, was wäre noch Draw-Karten? D-Draw, sowas, aber es ist auch themenbasierend. So. Reckless Greed war ja die Falle, gell? Ja. Ich meine, das ist in so einem schnellen Format, eine Runde warten wegen Ziehen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht, Mann. Ja, also wenn es eine Karte ist wie Absat, dass du es gleich aktivieren kannst, okay, aber es ist halt wieder deckbasiert. Wenn du wirklich ein Defense-Deck spielst und meinst, du willst es auf Kontrolle bauen, ist es vielleicht irgendwo einbaubar. Aber meiner Meinung nach, in dem Format, die Decks sind zu stark und zu schnell, du wirst die Runde nicht mehr überleben, dass du die Karten ziehen kannst, ja. Also... Aber was willst du sonst spielen? Schau, du hast ein konstantes Deck. Egal welche Karte du reintust, es macht das Deck schlechter. Du musst Draw-Karte reintun. Es gibt viele solche Decks. Doch? Nein. Alles andere macht das Deck kaputt. Was willst du sonst reintun? Schutz. Dann schütze ich mich doch lieber dann mit dem Draw. Wieso schütze ich mich mit dem Draw? Ja, du ziehst nächste Runde, dann ist er tot. Du musst halt überleben, das ist die Frage. Okay, das ist aber immer noch keine Aussage, dass du nicht gegen den Draw sitzt. Aber es muss irgendeine Draw-Karte zurückkommen. Es ist so. Also Topf der Gier wird auf jeden Fall nicht zurückkommen, ja? Ja, okay, mehr fällt mir auch nicht. Was machbar wäre, aber das macht zum Beispiel dann Burning Abyss meiner Meinung nach wieder zu stark. Graceful Charity, habe ich gedacht, wird eventuell mal wiederkommen. Okay. Aber da war, aber nicht im, also bei, als Shadol rauskam, wusste ich, dass sie nicht wiederkommt. Ja, BA ist immer noch zu stark, die werden sie nicht bringen. Vielleicht wenn BA irgendwann schwächer wird und die anderen Decks zu krass, und das nicht mehr so Grave-basierend ist alles, dann könnte Graceful vielleicht irgendwann wiederkommen, ja, so könnte ich es mir halt mal vorstellen. Also Dan wird ja gar nicht mehr gezockt, aber das Gute ist, was die Dan, was die Funktion hat, man kann einen Kartentext eingeben und dann nach Karten suchen. Man kann völlig unentdeckte Karten raussuchen, zum Beispiel heute werde ich bestimmt eingeben, draw a card, und dann sehe ich alle Karten, welche es gibt, dann werden wir schauen, welche ist möglich, was kann kommen, das ist wichtig. Auf Dueling Network gibt es immer noch, die Funktion. Das war die Meinung unserer Jungs zu Absat Goblin. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr von der Karte haltet. Werdet ihr die noch weiterspielen, auch wenn sie nur auf 1 ist? Ansonsten wie immer, leidet nicht und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checken unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Checken unsere Facebook-Seite ab und leidet nicht.